In diesem Film ist Kemal Tahir so alt wie du. Würdest du mit ihm befreundet sein? Freunde, ich bin Kemal Tahir. Mein richtiger Name ist Ismail Kemalettin. Ich bin ein Romanschriftsteller, der viele Werke in die türkische Literatur eingebracht hat. Möchtet ihr mich besser kennenlernen? Mein Vater ist Tahir Bey und meine Mutter ist Nuriye Hanım. Mein Vater war Marineoffizier. Später betrat er den Palast und diente als Assistent von Sultan Abdulhamid II. Meine Mutter arbeitete auch im Palast als Assistentin von Abdulhamids Tochter Naile Sultan. Meine Mutter und mein Vater waren beide sehr religiöse Menschen. Mein Vater war ein fleißiger und ehrlicher Mensch. Der König liebte meinen Vater sehr. Deshalb hat er ihm ein Haus in Istanbul geschenkt. Ich wurde 1910 in diesem Haus geboren. Dies war ein großes, altes Herrenhaus. Er hatte einen riesigen Garten. Ich habe mit meinem Bruder in diesem Garten gespielt. Mein Bruder und ich machten gleich nach der Schule unsere Hausaufgaben. Mein Onkel, der bei uns wohnte, schaute in unsere Hefte. Als er sah, dass wir mit unseren Hausaufgaben fertig waren, gab er uns Taschengeld. Lesen mochte ich sehr. Mit dem Taschengeld, das ich von meinem Onkel bekam, kaufte ich Bücher und las auch meinem Bruder vor. Besonders gefiel mir Abenteuerromane. Als der Krieg ausbrach, mussten wir Istanbul verlassen. Aufgrund des Militärdienstes meines Vaters ging ich in verschiedenen Städten zur Grundschule. Meine Kindheit fiel mit der Zeit des nationalen Kampfes zusammen. Obwohl ich 18 Jahre alt war, habe ich auch an diesem Kampf teilgenommen. Ich half beim Transport von Materialien nach Anatolien. Als der Krieg vorbei war, kehrten wir nach Istanbul zurück. Mein Vater verdiente seinen Lebensunterhalt als Tischler. Nach einer Weile schrieb ich mich an das Gymnasium Galatasaray ein. Hier interessierte ich mich mehr für Literatur. In diesen Jahren war mein großes Ziel, ein guter Dichter zu werden. Die Unterrichtssprache an dem Gymnasium Galatasaray war Französisch. Im Laufe der Zeit begann ich die Werke der großen französischen Schriftsteller zu lesen. Mich interessierte nicht nur Literatur, sondern auch historische und gesellschaftliche Themen. Ich habe mich besonders für die osmanische Geschichte interessiert. Nach dem Tod meiner Mutter verließ ich das Gymnasium und begann in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Dann ging ich nach Zonguldak. Ich habe als Beamter in den Kohlebergwerken gearbeitet und die Bergleute besser kennengelernt. Als ich nach Istanbul zurückkehrte, fand ich eine Stelle bei einer Zeitung. Der Journalistenberuf hatte auch mein Schriftstellerleben beeinflusst. Ich habe die Welt nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Journalist betrachtet. Übrigens habe ich unseren berühmten Dichter Nazım Hikmet kennengelernt. Die Begegnung mit ihm hatte einen tiefen Einfluss auf mein Denken. Mein erstes Gedicht veröffentlichte ich 1931. Danach schrieb ich Artikel zu sozialen Themen in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften. Ich habe einige französische Romane in unserer Sprache übersetzt. Darunter waren Kriminalromane. Als diese Übersetzungen Aufmerksamkeit erregten, begann ich Kriminalromane zu schreiben. Ich hatte verschiedene Positionen in vielen Zeitschriften und Zeitungen inne. Nun war ich jetzt einer der bekanntesten Journalisten in Istanbul. Außerdem veröffentlichten wir zusammen mit meinen engen Freunden eine Literaturzeitschrift namens Geçit. Einen langen Zeitraum meines Lebens verbrachte ich aus verschiedenen Gründen in verschiedenen Städten Anatoliens. So lernte ich das anatolische Volk kennen. Ich habe viele Beobachtungen für die Romane gemacht, die ich schreiben möchte. 1940 beschloss ich, Romanschriftsteller zu werden. Nazım Hikmet hatte einen großen Anteil an dieser Entscheidung. Er sagte mir, dass ich oft Romane schreiben sollte. Das in Literaturkreisen am meisten diskutierte Thema war damals der Dorfroman. Um mich in diesem Thema zu verbessern, begann ich Weltliteratur zu studieren. Nach meiner langen Arbeit veröffentlichte ich 1955 meinen ersten Roman Sardere. Die Fortsetzung Körduman wurde 1957 veröffentlicht. In diesen Romanen habe ich die Probleme der Bauern beschrieben.
in den Romanen, die ich nach 1960 schrieb, mit osmanisch-türkischen Geschichtsfragen. Diese Werke von mir haben die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich gezogen und wurden viel diskutiert. Eines meiner wichtigsten Werke heißt Mutter des Staates. Hier erzählte ich von der Gründung des osmanischen Staates. Mit dieser Arbeit habe ich den Romanpreis der türkischen Sprachvereinigung gewonnen. Ich bin als einer der bedeutendsten Romanschriftsteller der türkischen Literatur bekannt. Die Themen, mit denen ich mich mit meinen Romanen beschäftigte, werden immer noch diskutiert. Ich habe über 20 Romane geschrieben. Meine Bücher wurden von berühmten Regisseuren verfilmt. Liebe Kinder, unseren Tag zu verstehen ist nur möglich, wenn wir unsere Geschichte gut kennen. Nationen, die ihre Geschichte gut kennen, können die Probleme, auf die sie stoßen, leicht lösen. Dies erfordert viel Lesen und Recherchieren. Auch das Anhören unterschiedlicher Meinungen bereichert unsere Gedanken. Ich hoffe, dass meine Lebensgeschichte ein Leitfaden für euch war. Ich habe hart gearbeitet, viel produziert. Wenn ihr hart arbeitet, gibt es nichts, was ihr nicht erreichen könnt.